Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Die Musik ist etwas laut, deswegen muss ich lauter reden und ihr seht sie hier oben. Welcome to the Steam Early Access Version, ja? Early Access, dafür finde ich das mega geil gemacht. Klar ist da noch viel zu verbessern, aber was soll's, ich find's nett. Und wir nehmen jetzt mal nicht. Warum geht meine Maus so schlecht? Da ist doch wieder irgendwas dazwischen. Darauf kann ich es eben schieben. Die Arena, Wild Wilderness with no hope of contact with civilization, survival at its roots. Probier mal das mal, mal schauen, wie das so ist. Wenn jetzt das Ding nicht wieder ist, war so klar. Okay, ich melde mich gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Und damit herzlich willkommen zurück und merke Memo an mich selbst. Drücke bitte vor die Aufnahme erst, wenn wir da sind. Ja, sonst stürzt das Spiel ab. Scheint noch an der Early Access zu liegen, dass da ein Fehler ist. Hier haben wir direkt Loot. Ja, was ist das denn? Pocket Knife? Kantin, das sieht ja sehr lukrativ aus. Full Water Bottle, cool. Das heißt, wir brauchen dann nie wieder sowas hier. Können wir das nämlich wegtun? So, oh geil. Hier liegt ja alles schon rum. Nice. Dann lass uns mal das beste Zeug zusammensuchen. Rucksack wäre nice. Tomato Seed, cool. Vielleicht finde ich dadurch auch raus, wie man anpflanzt. Tomato Seed, Equip. So, ah. Oh. Kann man bestimmt nur am Gras machen. Sagt mir, dass man durch Wasser laufen kann. Sehr gut. Oh. Wir pflanzen an eine Tomate. Historischer Moment. Jetzt epische Musik. Oh, sieht das toll aus. Leckt mich an alle, die sagen, das sieht scheiße aus. Mega geil. Was haben wir hier? Oh, cool. Steine. Steine. Es werden alles Steine sein. Da ist die Pocket Knife. Pocket Knife. Wow. Ein Bogen. Hallo. Was ist das? Nagel oder was? Nagel, jawohl. Das sind dann wohl Pfeile, nehme ich an. Ich sehe ja noch nicht mal den Anzeigepunkt. Doch da. Ja, Pfeile. Bräuchten vorher aber einen Rucksack. Kloff. Kloff. Kantin. No Space. Okay. Bogen. So, und die müssen wir jetzt wieder. Okay, dann brauchen wir keinen zweiten. Das ist natürlich logisch. Aber gibt es denn hier keinen Rucksack? Hier muss es auch einen Rucksack geben. Wo ist denn schon wieder mein Punkt? Den sieht man ganz schlecht. Nee, das ist er nicht. Ich habe ihn gerade vermutet. Cabbage Seed. Ein Seil.
Verdammt, ich brauche einen Rucksack, Mann. Damn it. Nice. Das. Pfeile, die ich aber eh nicht aufnehmen kann, weil ich keinen Platz mehr habe. Und ich bin, glaube ich, eh nicht so der Typ für einen Bogen, deswegen tue ich den lieber weg. Oder? Spielerliste P. T. V. Weiß ich nicht, was die Befehle machen. Gott verdammt, wir bräuchten einen verdammten Rucksack. Wie gesagt, für einen Bogen bin ich nicht so der Typ. Deswegen wollen wir gucken, dass wir uns hier eine andere Waffe mitnehmen. Eine Pick. Wie sieht's damit aus? Ist die jetzt zum Kloppen da? Used by 9 miners to cut rocks. Ja, das ist mir schon irgendwie klar. Wo war denn unser Seed? Das ist Seed. Weiß das einer, wo der war? Huch, das hier, oder? Ja. Wie weit bist du? Scheinbar kann man noch nichts damit machen, nehme ich mal an. Dann fressen wir gerade mal die Schokolade. Und damit ihr das auch mal gesehen habt, wenn wir hier schon mal am Wasser sind, wäre es sinnvoll, wenn wir uns die Wasserbottle equippen, damit ein. Haben wir sie jetzt gefüllt? Voll, ja, tatsächlich. Ihr seht, man kann dadurch immer wieder auffüllen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Dann füllen wir uns die direkt nochmal auf. Direkt. Sehr nice. So nice. Und jetzt nehmen wir das hier in die Hand und dann marschieren wir mal durch. Auf der 3 ist jetzt unsere Waffe, oder? Einfach mal Kamikaze für den letzten Part, den ich hier erstmal aufnehme und dann bin ich auf eure Reaktion gespannt. Bisher kam täglich ein Update zu dem Spiel raus, also es wird ständig dran gewerkelt, neue Waffen, Fehlerverbesserungen, Pipapo, das Übliche halt, wie es sich halt gehört. So, jetzt bin ich gespannt, ob es hier in der Karte auch eine Stadt gibt. Wie gesagt, wir quatschen jetzt nicht, sind keine Feiglinge mehr, sondern suchen die offene Konfrontation. Es scheint hier aber keine Stadt zu geben. Ich sehe hier absolut nur Wald. Ein Sprung verbraucht 10 Energie. 10 Energie und die füllt sich ganz langsam wieder auf. Okay, dann können wir wieder hopsen. Hopserlauf geht nämlich schneller. So ist es zumindest in Spielen. Lulululu.
Alter, hier ist ja echt gar nichts. Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Echo. Gib mir ein Echo. Ich habe aber absolut, ich finde eh unsere Dings nicht mehr, wo wir unseren Seed angebaut haben. Aber das soll ja nur zum Testen sein, was hier so geht. Auf den offiziellen Servern sieht das Ganze bestimmt nochmal anders aus als hier im Singleplayer. Und die Nacht sieht immer noch schön aus. Oh. Nein, Rehe, bleib stehen, du bist mein einziger Freund, Bambi. Ich tu dir auch nichts. Hier ist echt keine Stadt. Das kann ich euch, glaube ich, so nicht anbieten. Nicht antun. Ist hier jetzt Grenze oder was? Ich glaube, wir sind an die Grenze der Karte gekommen. Oder ich bin einfach nur zu doof. Auf jeden Fall drücke ich hier geradeaus, komme aber nur so schräg in die Lage. Sprich, das wird definitiv die Grenze sein. Würde ich sagen, wird diese Folge vielleicht jetzt ein bisschen kürzer, keine Ahnung, aber dann habt ihr das auch mal gesehen, dass man auch Pflänzchen anbauen kann und was es noch für Sachen gibt. Und ja, mit dem Wasser auffüllen haben wir gesehen und hier den schönen Himmel, Mond, Bäumchen, das sieht doch wunderbar aus. Und würde ich sagen, damit bin ich raus für heute. Muss ja noch das andere Projekt Klammer auf Starbound aufnehmen. Und von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, ob ich das weiter für euch bringen soll, ob ihr Spaß dran habt oder nicht. Gerne auch einen Kommentar schreiben, denn es ist wirklich beeilt, gleich 18 Uhr und Deutschland spielt heute das Finale gegen Argentinien. Dann wisst ihr auch, wie ich aufgenommen habe. Verdammt, jetzt habe ich nicht verraten. Naja, ihr wisst Bescheid. Ich bin gespannt, wie euch das Spiel gefällt. Mir hat es, wie gesagt, ein bisschen sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Endlich mal ein Survival-Game, das ich auch mit meinem Rechner spielen kann. Und ja, bis dann, haut rein, euer Heelfakti.